Herr Menke, ja. Marie-Louise Mayer liest hier heute. Ja. Was verbinden Sie mit ihr? Sie ist eine sehr gute Schauspielerin, nicht nur von der Lindenstraße her, sondern sie spielt auch Theater. Und sie war vor genau 20 Jahren war sie hier im Lüner Theater und ich bin bei ihr gewesen und habe mich mit ihr unterhalten. Sie hat in meinem Autogrammbuch geschrieben. Da sie heute Abend hier ist und liest, habe ich mir gedacht, besuchst du sie mal, sprichst mit ihr, lässt ihr noch mal wieder was schreiben und zeigst ihr das, was vor 20 Jahren gewesen ist. Wer ist das Ruhrgebiet? Wir? Wo kommen Sie her zum Beispiel? Aus Selm. Und Ihre Vorfahren, sind die im Ruhrgebiet geboren? Ja, sind die hier? Aus Ergisch. Also eine echte Ruhrgebietsdame. Also ich selber habe ja durch das Fernsehen, das haben Sie vielleicht mitbekommen, durch die ARD, da gab es eine Sendung, die hieß Vorfahren gesucht. Und da hat man herausgefunden, dass ich also mütterlicherseits aus Westfalen komme, also eine geborene Wienkötter, das ist ja Wienkötter, das ist ja aus dieser Gegend, Gladbeck und Hart, und väterlicherseits aus Franken. Also bis ins 18. Jahrhundert hinein unterschied sich das Ruhrgebiet nicht wesentlich vom angrenzenden Münsterland. Die Menschen sicherten ihren Lebensunterhalt überwiegend durch Landwirtschaft. Größere Städte existierten kaum. Zwar wurde bereits im 13. Jahrhundert nachweislich Kohle gefördert, und so verzeichnen Dortmunder Dokumente 1296 die Aufnahme eines Bürgers, dessen Vater Kulre, also Kohlengräber, als Beruf angegeben hatte. Jedoch kann man dabei noch nicht vom Bergbau sprechen. Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden die ersten senkrechten Schächte Pütz, die eine Tiefe von mehreren Metern erreichten, bevor ab dem 16. Jahrhundert auch waagerechte Stollen in die Berghänge getrieben wurden. Im Norden bildete sich an der Lippe eine weitere Zivilisationskette, die Wesel, Dorsten, Haltern, Lünen, Berne und Hamm umfassten. All diese Städte und darunter viele Hanse-Mitglieder beherbergten jedoch höchstens eine vierstellige Einwohnerzahl, waren aus heutiger Sicht also Dörfer. Zwischen Hellweg und Lippetal befand sich bis ins 19. Jahrhundert hinein, von Kamen und Recklinghausen abgesehen, überwiegend Wildnis. In der sumpfigen Emscher Niederung grasten Wildpferde.